Before the beginning, the cosmic lords crafted three artifacts. First was the Astral Domine, infused with the power of life itself. Next, the Chaos Muleri, source of all change. Last was the Destiny Dominus, containing all knowledge. The Lords created the very first world using these artifacts, Planet Dominus, and placed it next to the Cosmic Circle. When the work of creation was finished, the Lords hid the items using the Cosmic Forge, and so their secrets remained hidden for a time. Then the unthinkable happened. The Cosmic Forge was stolen. The magic concealing the three items failed. News of the artifacts spread throughout the countless worlds. With it spread an even more unbelievable rumor. Whoever obtains all three will gain the powers of the Cosmic Lord. The Astral Domine was first of the three to be found. Hidden on a remote world, it was the subject of a bitter war between the militant Umpane, the devious Trang, and the Dark Savant. In the end, the Dark Savant gained the Astral Domine. Within it, he found a map pointing to Dominus. The Chaos Muleri was discovered half a galaxy away. The Mook found the device when it tore through a nearby moon with unbelievable force. When the Mook recovered the object, they too discovered a map. The Destiny Dominus collected dust in a remote monastery on Dominus for uncounted years, its true powers concealed with magic rift by the Forge. But the Destiny Dominus is no longer there. A madman named Martin stole it, they say. And Martin has vanished. A new age is about to begin. A new page will be written in the Book of Fate. It is the time of the Ascension and the dawning of a new destiny. Who will prove worthy? Who will become cosmic lords themselves? Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Wizardry 8. Ich habe mich so auf dieses Spiel gefreut. So was von, ich hoffe ihr auch. Wir werden natürlich mit unserer alten Gruppe nochmal weiterziehen. Aber zuerst wollen wir mal rekapitulieren, was wir jetzt im Intro gesehen haben. Und zwar haben wir in Teil 6 haben wir diese kosmische Schmiede bzw. ja, diesen Stift oder Schreibfeder gefunden und gerettet, mit dem man ja, ja Dinge einfach wahr werden lassen konnte. Und ja, zu Teil 7 hat den dann irgendjemand wieder verschlampt. Und damit sind die anderen Artefakte, von denen die Rede war, nochmal sichtbar geworden für Leute, die danach gesucht haben. Da haben wir dann in Wizardry Teil 7 nach dem Astral Domine gesucht, was die Macht des Lebens enthält, mit dem man Planeten erschaffen kann und zerstören kann. Am Ende von Teil 7 haben wir leider das Ganze wieder an den Dark Savant, den dunklen Gelehrten, verloren. Und ja, da war Teil 7 vorbei. Es gibt aber noch dieses Chaos Muleri mit der Macht der Änderung, dass die Mooks gefunden haben, irgendwo im Weltraum. Die Mooks kannte ich bisher nur als Rasse in Wizardry, aber wir haben keinen Helden von dieser Rasse dabei. So ein bisschen kuschelig, flauschige Gesellen und sehr schlau. Und dann gibt es noch das Destiny Dominus, die Macht des Wissens. Die lag bisher immer in dem Kloster der Higardi. Die Higardi sind Dominus, so heißt der Planet jetzt, einheimisches Volk.
Und es wurde aber dann von einem Irren namens Martin gestohlen und ja, versteppt. So, und jetzt haben wir das Problem, die ganzen Fraktionen kämpfen mal wieder darum, diese drei Artefakte zusammenzukriegen und um einen Aufstieg zu vollziehen. Was auch immer es mit diesem Aufstieg auf sich hat, aber ich denke mal, wir müssen das irgendwo verhindern. So, wir starten jetzt mal ein Spiel rein und schauen mal, was wir mitnehmen durften. Import von Wizardry 7. Ja, Andrian ist ein hübsches Kätzchen geworden. Gerrit guckt ein bisschen miesepetrig wie ein Wolf. Daryl versteckt noch immer seine Drachennatur. Fenrir, ja, ein bisschen missmutig schauende Elfe. Und Gustav und Thoralf sind echte Zwerge. So, dann gucken wir mal, was wir von Teil 7 behalten durften. Oh, den Rächer leider nicht. Aber dafür diesen Beck de Corbin, der war doch auch, glaube ich, nicht so schlecht. Schade. Schade. Ich hätte gern den Rächer aus Teil 6 nochmal gehabt, aber na gut, dann kann ich alles haben. Nieten BH plus 2, wer hat's gedacht? Andrean und seine BHs, ein Lederhelm, ein Glanzlederrock, klingt auch sexy. Und Panzerschuhe an den Füßen. Ich glaube, die sind auch von vorher. Ja, hier steht nicht verflucht, das steht sogar explizit da. Und die Rüstungsklasse 10, hätte man vorher gedacht, das ist ein verfluchter Gegenstand. Aber jetzt in Teil 8 ist es so, je größer die Rüstungsklasse, desto besser. Also ist 10 hoffentlich nicht schlecht. Ansonsten haben wir Lähmung, Heilenspulver, Mosas Mojo-Tee, das hatten wir auf jeden Fall in Teil 7 auch schon. Und ein Turmschild. Naja gut, begeistert war ich davon nicht. Ein großer Spaten, den wir irgendwie nicht tragen können. Das ist ein Problem von Zukunftssinner nur. Musketenkugeln. Ja, die Schädelkappe ist auf jeden Fall aus Teil 7. Robe und Robe plus 1 wahrscheinlich auch. Die seltsame Schusswaffe auf jeden Fall nicht. Wobei, die könnte er im Inventar gehabt haben. Das weiß ich nicht mehr. Rufsterne haben wir nie benutzt. Ich glaube, Teil 8 möchte uns dazu zwingen, das zu benutzen. Und ein paar olle Sandalen an den Füßen. Ja, Ninja-Kapuze, Anzug und die Hosen. Ja, und die Schuhe, die Tabi-Stiefel. Die Tabi-Stiefel sind auf jeden Fall schon aus Teil 6. Ein paar olle Wurfsterne, aber nichts sonst im Inventar. Ist ein bisschen wenig. Doch, die phrygische Kappe. Die hat sie auf jeden Fall schon. Zumindest das Wildlederzeugs ist aus Teil 6. Ah, und jetzt können diese Kappen von Feen nicht mehr getragen werden. Na gut, der wird sich ein anderer Abnehmer finden. Dann die chromatische Lyra, das war das mit dem Irritieren. Die Laute des Dichters, die ist auch aus Teil 6. Das müsste das Einschlafen-Dings sein. Die ist, glaube ich, in Teil 7, Laute des Poeten oder so irgendwas. Laute der Trägheit. Wieso ist das rot? Wie auch immer. Und die Engelszunge. Da weiß ich nicht mehr, für was das gut war. Schwert des Herzens ist auf jeden Fall auch aus Teil 7. Das Gartezeugs nicht. Feenstab, weiß ich nicht mehr. Was hast denn du für O-Beine? Wow. Okay. Hübsch. Mannersteine, Stab des Segens. Leichter Heiltrank. Da die Mitra de Sancti ist, die ist aus Teil 7. Und das gepolsterte Zeugs auch. Sandalen, Stab des Charms, weiß ich nicht mehr. Und Magierhut ist, glaube ich, aus Teil 7. Die Roben wahrscheinlich auch. Herzchenkette. Sonstiger Gegenstand 1, sonstiger Gegenstand 2. Hä? Achso, da kann die rein. Alles klar. Rüstungsklasse plus 1, Diplomatie plus 15 und Widerstände 10 gegen Mental. Dass das jetzt alles mal da drauf steht, das ist ein Traum. Wegen der Diplomatie sehe ich das aber später eher zuerst mal bei Andrean, aber da kümmere ich mich dann noch drum. Wir gehen jetzt zuerst mal ins Spiel rein. Alles gut. So, wir spielen auf Normal. Ich bin mutig.
Dafür lassen wir aber die vereinfachte NPC-Interaktion an, weil ich mich in Teil 6 und 7 oft geärgert habe, weil ich nicht wusste, mit welchen Wörtern ich das Spiel dazu bringe, das zu tun, was ich haben will. Und da hoffe ich mir Unterstützung. Kann man auch wieder ändern, steht ja hier. So, ein Iron Man Spiel, how about no? Mit Sicherheit nicht, weil dann ist tot gleich wirklich tot. Nein. You've lost track of the time since you first stepped onto this Umpani starship. Now, at last, you hear the news you've been waiting for. Your long pursuit of the Dark Savant is about to end. This is the captain. The Savant's ship is in orbit around the planet. Defense systems, red alert. Now it's about to begin again. Vi Domina, your constant companion, paces back and forth, her expression flashing between anticipation and dark doubt. As you begin your descent, your craft comes under the baleful watch of the Dark Savant and his black ship. Master, we have detected a ship. I arrived too late to stop the others, but these intruders will never enter the circle! What should I do? Destroy them! The shock of the attack throws you to the deck. For a time, all is dark. Finally, you come to. Dozens of Umpani soldiers swarm over the damaged ship. So, wir sind ein bisschen abgestürzt. Das war knapp, Soldaten. Bin froh, dass sie es trotzdem geschafft haben. Und machen Sie sich keine Sorgen wegen dem Savant-Soldaten. Der Krieg schon noch früh genug sein Fett weg. Sofort, als wir wussten, dass er Dominus ansteuert, haben wir einen Erkundungstrupp dorthin geschickt. Wir wissen, was er vorhat und dieses Mal werden wir ihn besiegen. Nun, genau genommen geht das nichts an. Ihre Dienstzeit ist beendet, ehrenhaft als Veteran auf Guardia entlassen. Sie können gehen, wohin Sie wollen, um zu erkunden. Natürlich können Sie hier bei Ihren alten Kameraden bleiben und wieder in die beste Kampfeinheit der Galaxis eintreten. Liegt ganz bei Ihnen. Kommen Sie einfach zu mir ins Basislager und tragen Sie sich für einen weiteren Auftrag ein. Oh, und Sie werden nicht glauben, was wir alles an neuer Ausrüstung haben. Ja, ich muss das leider ein bisschen runterrasseln, weil ich habe die Textverzögerung auf Maximum gestellt. Aber es geht trotzdem so schnell. Deswegen, sorry. Mount Gigas, was sehen meine traurigen Augen? Ich bin zu Hause. Es tut gut, euch auf Dominus wiederzusehen. Ich dachte, ich komme nie wieder nach Hause, nachdem mich der Savant von hier weggezerrt hatte. Während ihr die Dinge hier untersucht, gehe ich nach Arnica und stelle sicher, dass dort alles in Ordnung ist. Wir treffen uns dort in ein paar Tagen, okay? Und seid vorsichtig, Jungs. Der Dark Savant könnte überall sein. So, das ist unsere liebe Vi Domina. Ja, unsere Helden steigen jetzt alle 5 Stufen auf, hat das Handbuch gespoilert. Da kann man auch eine ganze Menge Skillpunkte verteilen. Während die Helden aufsteigen, überlegen wir nochmal an unserem Ende von Teil 7. Am Ende von Teil 7 haben wir, ja, eigentlich zuerst mal wie belogen, weil ich wissen wollte, was das Spiel tut, wenn wir lügen, weil es eine offensichtliche Lüge ist und man zu dem Zeitpunkt... Egal, was man tut, es muss eigentlich immer eine Lüge sein, meiner Meinung nach. Das haben wir getan und danach haben wir zuerst mal Vi nochmal verraten. Dann aber durch den Neuladenzauber sie wieder zum Leben erweckt. Und dann konnten wir mit unseren Dickhäutern Frieden schließen. Endlich. Endlich ganz am Ende das schaffen, was ich im ganzen Teil 7 wollte und was irgendwie diplomatisch nie funktioniert hatte. Na gut, wir sind jetzt Freunde mit unseren Dickhäutern und wir schauen uns mal um. Mit der Steuerung muss ich ein bisschen klarkommen. Wir reden mal nochmal mit Vi. Kommt schon, Jungs. Wir haben jetzt seit Jahren zusammen. Erzählt mir nicht, dass ihr so sehr an mir hängt. Schaut, ich treffe euch in Arnica wieder, okay? Ich kann es kaum erwarten, loszugehen. Und das solltet ihr auch. So, und das Spiel hat gesagt, wir haben Tagebucheinträge. Da, Tagebuch. Als importierte Gruppe 4 Erfahrungsstufen erhalten. Okay, keine 5, sondern 4. Unser Schiff wurde vom Dark Savant abgeschossen. Ja, haben wir gemerkt. Wir alle überlebten. Unser Gepäck liegt in Fetzen.
Ich hoffe mal, dass alles noch da ist, was wir importiert haben. Die Umpani haben uns gerettet und brachten uns nach Mount Gigas. Noch nicht entschieden, ob wir uns wieder eintragen. So eine große Welt, so viele Möglichkeiten. Also ich will auf jeden Fall diesmal offizielles Mitglied von dieser UHF oder wie diese Organisation heißt werden. Das müssen wir diesmal auf jeden Fall tun. So, nee, Zeugs scheint noch da zu sein. Spiel, mach mir keine Angst. Mach mir keine Angst. So, wir haben viel Welt. Da geht scheinbar die Stadt rein. Halt, bleiben Sie stehen. Dieses Territorium ist das exklusive Gebiet der Imperialen Umpani-Föderation. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen, bevor ich Sie reinlassen kann. Okay, dann hau mal raus. Haben Sie irgendwelches leicht entflammbares Gerät oder gefährliches Material bei sich? Wir haben einen Drachen dabei. Aber nein. Nein. Das ist wichtig zu wissen. Nun wurden Sie jemals eines Verbrechens für schuldig erklärt, hier oder auf einem anderen Planeten, besonders in jedem anderen Gebiet der IUF. Sagen wir mal so, wir haben in Teil 7 die kompletten Umpani ausgelöscht, bis auf ihren Boss. Der mittlerweile auch tot ist, stand im Handbuch. Nee, also dann haben wir nie was gemacht, nein. Interessant. Haben Sie jemals Verbindung mit dem Tirang-Imperium gehabt oder planen Sie selbiges? Die Tirang sind ja unsere Käfer. Oder Insekten. Deren Anführer haben wir auf jeden Fall umgeboxt. Also, da haben wir euch eigentlich was Gutes getan. Nein, wir werden nie wieder mit denen paktieren. Nie wieder. Die sind eklig, widerlich und was auch immer. Sie können reingehen. Denken Sie dran, keine komischen Sachen anzustellen. Ich behalte sie im Auge. Okay, wir können noch weitere Sachen mit ihm reden. Private Pandrak. Achso, wir können über ihn reden. Oder fragen, wo er ist. Das hat man schon ein bisschen gesprächsmäßig vereinfacht. Hier kann man immer noch Freitext eintragen. Und hier kann man die gegebenen Wörter so ein bisschen vorsortieren. Was kannst du uns über Private Panarak erzählen? Vielleicht können wir uns später im Rasthaus treffen und ich erzähle ihnen alles über mich. Ach, das bist du. Okay. Sergeant Balbrak. Wir haben uns mal getroffen. Der Name sagt mir auch irgendwas. War das nicht der Rekrutierungsoffizier in Teil 7, den wir umgekloppt hatten? Ich weiß es nicht mehr. So, wir sind hier an Mount Gigas. Das ist genau hinter mir hier. Mhm. Wir können endlich Gerüchte fragen. Das hat in Teil 7 ja auf der deutschen Version nie funktioniert. Wir werden es genießen. Was ich gehört habe, ist geheim. Teil des Jobs, Sie verstehen? Ja. Dann fragen wir mal höflich, wie es dir geht. Ich? Oh, kann ich mich nicht beklagen. Was weißt du über den Dark Savant, unseren dunklen Gelehrten? Oh, das ist mit Sicherheit geheim. Na super. Und Arnica ist ja die Stadt, wo wir jetzt hin müssen. Arnica, nun, das ist im Westen. Ich plane dahin zu gehen, wenn ich RR habe. Können wir jetzt fragen, was RR ist? Ich glaube, da war ein Leerzeichen dazwischen, oder? Ich soll hier Wache stehen, nicht mich unterhalten. Und da schreibt man das aneinander. Ich muss wieder zurück an die Arbeit. Na gut. Können wir mit dir handeln? Nee, wir können dir nur was geben. Dann wollen wir dich mal verlassen. Angreifen wollen wir dich nicht. Ich bewache das Fort hier, Freunde. Und wieso hat Gustav Diplomatie 14 dazu bekommen? Soll keine Beschwerde sein. Vielleicht wird... Was war das? Wir gehen mal in die Stadt rein. Hier sind komische Geräusche. Die machen mir Angst.
kommt denn das her? Adrian wird vielleicht nicht der Chefdiplomat in diesem Let's Play. Hat ja in Teil 7 auch eher mäßig geklappt. Ein paar Gefreite. Wo kommen die Geräusche her? Ich habe Angst. Ich habe noch keine Waffen sortiert, gar nichts. Panifeldwebel. Hallo, Soldaten. Mehr hat er nicht zu sagen. Wo kommen die Geräusche her? Wir schauen uns mal um. Wird schon nicht so gefährlich sein. Jamos Rasthaus. Wo geht ihr alle hin? IOF Rekrutierungsbüro, da sollen wir rein. In Teil 7 auch, aber da hat man uns immer angegriffen. Wieso kommen wir hier nicht über die Türschwelle? Ah, jetzt ja. Mit ein bisschen Anlauf geht das. IOF Rekrutierungsbüro. Und Rekrutenbaracken. Dann gehen wir uns erstmal anmelden. Ich will Teil von diesem Verein werden. Worauf? Was hast du gesagt? Gefreiter Sparkle. Du bist definitiv kein Umpani. Ich bin gerade IOF beigetreten. Ich werde Twinton von diesen bösen, gemeinen Ratten säubern. Stimmt, die Ratkin gibt es hier auch auf dem Planeten. Die sind... Man weiß nicht wie, weil sie eigentlich keine Technologie haben. Aber sie sind trotzdem irgendwie auf dem Planeten gelandet. Ah, hier unten kann man nochmal nachlesen. Hi Leute, seid ihr Erforscher oder sowas? Ich bin's, ich bin Gefreiter erster Klasse Sparkle. Ja, und genau, und ist gerade dieser IOF beigetreten. Und wir können hier unten auf die Wörter raufklicken und direkt danach fragen. Oder halt hier. Die Gerüchte fragen wir gleich. Wir fragen zuerst mal nach der IOF. Ihre Stärke siegt. Die IOF und die Umpani sind die großartigsten lebenden Kämpfer. Ah, hier unten kann ich ja noch immer nachlesen. Dann muss ich nicht so hetzen. Okay, bin ich voll dafür, habe ich entdeckt. Kannst du was über die Umpani sagen? Habe ich euch das nicht schon erzählt? Ihre Stärke siegt, die UF und die Umpani sind die großartigsten lebenden Kämpfer. Ah, ja, hattest du erwähnt. So, dann fragen wir mal nach Gerüchten. Muss man immer tun. Ich weiß jede Menge Dinge. Schön für dich. Wie geht's dir? Ich bin sehr aufgeregt, hier zu sein. Dank euch. Bin auch sehr aufgeregt, in diesem Let's Play zu sein. Dank euch. Oh mein Gott. Okay. Neue Spiele sind immer aufregend. Vor allen Dingen, bis man dann die Steuerung alles nochmal sich eingefunden hat und so. Aber ja. Okay, ich werde euch später sehen, hm? Diesmal hat... Nee, ist wieder Gustav, der 15 Diplomatie zugelegt hat. Adrian diesmal 16. Okay, Diplomatie sollte in dem Spiel kein Problem sein. Ich will... Kann mich mal bitte hier jemand durchlassen? Jungens... Danke. Wow. Oh, das war ein hartes Stück Arbeit. Da. Balbrak. Das war der aus Teil 7, der eigentlich tot ist. Die Geräusche machen mich irgendwie ein bisschen wahnsinnig. Wollen Sie sich eintragen? Ich habe eine Quote zu erfüllen. Ja. 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 Wir wollen Mitglied bei euch werden. Ja. Ja. Schon lange. Schön zu hören. Als erstes muss ich Sie durch unseren intensiven Hinderniskurs schicken, nur um zu sehen, ob Sie das drauf haben, was nötig ist. Gefreiter Sparkle hat den schon hinter sich und sie ist bereit für unser intensives... Jetzt steht der Text da unten nicht. Das sind spezielle taktische Einsatzkräfte, wissen Sie? Spezielles Training auf unsere Mission hier auf Dominus zugeschnitten. Also bewegen Sie Ihre Hintern. Wieso ist der Text da unten jetzt nicht aufgetaucht? Wir haben Erfahrung gekriegt. Das ist schon mal gut zu wissen. Ah, doch jetzt. So, ist auf Dominus zugeschnitten. Beim Hinderniskurs. Und erstatten Sie hier wieder Bericht, wenn Sie fertig sind.
Sie brauchen natürlich diesen Ausweis, den wir hoffentlich gekriegt haben. Was hat's mit dem Hinderniskurs auf sich? Hinderniskurs, klar, ist ein schwieriger, sowas wie die Spreu vom Weizen trennen können, wenn sie verstehen, Soldaten. Ist nicht weit entfernt von hier. Ich bin sicher, den finden sie. Ah, jetzt können wir mal das Wo ist ausprobieren. Machen wir nochmal Hinderniskurs. Aber dann Wo ist? Kommen Sie schon, Matschbirn. Ich sagte, der Hinderniskurs, klar. Achso, ja. Ist sie in der Nähe? Wir werden schon nicht zu blind sein, um es zu finden. Aber wir sind Mitglied in der IUF. Oder so. War das doch, glaube ich. Ich bin total happy. So. Die erste Folge ist jetzt vorbei. Wir gehen erleichtert in die Pause. Bis gleich.